Ja, moin, hallo Leute. Willkommen zu einem neuen Video. Heute quasi, denke ich mal, Vorlauf erstmal eines der letzten Videos zu meiner PV-Anlage. Und zwar eine Amortisationsrechnung vor dem Hintergrund der aktuellen Preissituation am Strommarkt. Das heißt, ich würde Ihnen mal zeigen, wie rechnen sich unsere Anlage, rechnen sie sich, welche Effekte auf die Amortisation haben die aktuellen Strompreiserhöhungen. Und das gucken wir uns heute mal an. Das heißt, wir haben, ne, nur zur Erinnerung, eine Anlage mit 8,4 kW, 21 Minuten Trainerwert XS, flach auf der Garage liegen. Das Ganze hängt an einem 7 kW Hybridwechselrichter von Clarstar im Plenicor Plus 7. Und dazu kommt ein BYD HVS 5.1, Batteriespeicher 5,1 Kilowattstunden und eben das ganze Steuer über einen Clarstar Smart Energy Meter. Und die Anlage wurde im Dezember 2021 installiert, also wir haben es quasi fast das erste Jahr rum. Ne, noch kurze Nutzung, natürlich Hausstrom, Bedarf nutzen wir natürlich. Dann haben wir Elektromobilität, E-Auto, wo ungefähr 1500 Kilowattstunden wahrscheinlich reinladen können im Jahr des PV-Stroms. Und wir haben noch eine Warmwasserwärmepumpe, wo ich auch schätze, dass wir ungefähr 70% von diesen 700 Kilowattstunden Verbrauch im Jahr aus der PV decken können. Ja, zunächst ein paar kleine Details. Hier seht ihr einmal quasi einen Screenshot einfach, oder einen Ausschnitt aus der Endrechnung für die PV-Anlage. Ihr seht ja quasi hier oben, ist alles aufgeschlüsselt, Lohnkosten, unter Punkt 2 die Kosten für den Wechselrichter und die PV-Module, also die eigentliche PV-Anlage. Dann unter drittens die separaten Kosten für den Batteriespeicher. Wir sehen ja, der hätte uns 4.086 Euro netto gekostet, plus Mehrwertsteuer. Da haben wir dann nachträglich noch einen Rabatt drauf gekriegt, weil wir eben eine Menge Error haben. Video verlinke ich euch, wie das soll lief mit dieser Online-Bestellung. Wir haben unsere PV-Anlage online bestellt. Hinzu kommen eben Installationskosten. Ja, und ja, am Ende haben wir noch Materialkosten für das PV-Anlagensystem, ne, sodass wir hier insgesamt auf einen Auftragswert von 14.600 Euro netto kommen. Dann kommen die Rabatte runter für den Wechselrichter, für den Stromspeicher. Natürlicher Rabatt, den wir noch gekriegt haben, wegen dem ganzen Ärger, das wir hatten. Wir haben ja quasi über ein halbes Jahr gebraucht, bis die Anlage von der, im Betrieb, von der Installation quasi dann wirklich abgenommen wurde, wegen diversen Problemen mit dem Installateur und der Firma, wo wir es gekauft haben. Dass wir hier am Ende bei 12.303 Euro netto übrig bleiben und ich hoffe, zumindest ist jetzt beantragt, dass dass davon noch eine Speicherförderung abgeht. Bewilligt wurden uns mal 2.227 Euro, also ungefähr 2.300 Euro hier, würden noch abgehen. Das heißt, wir landen nur grob bei 10.000 Euro, ne? Netto, die wir haben, weil wir denen die Regelbesteuerung. Leute, die nächstes Jahr ihre Anlage in Betrieb nehmen, die kümmert das nicht mehr, die bezahlen nur den Nettopreis. Und aber Leute, die dieses Jahr und letzten Jahr eben Anlagen in Betrieb genommen haben, haben den Bruttopreis bezahlt und gehen häufig für die ersten 5 Jahre in eine Regelbesteuerung. Das heißt, sie können die Mehrwertsteuer sich wiederholen. Das heißt, ich rechne in den Nettopreisen, müssen dafür aber die ersten 5 Jahre Mehrwertsteuer für den Einverbrauch bezahlen. Na? So, dann einmal zu den PV-Modulen. Das haben wir hier unten. Ein Auszug aus dem Datenblatt der Trina-Vertex S-Module. Weil ich werde gleich noch die Degradation mit einrechnen. Das heißt, wir haben hier auf dem Modul eine Produktgarantie. Das heißt, dass kleine Defekte an den Modulen entstehen, quasi von 15 Jahren. Und eine Leistungsgarantie, das seht ihr hier, von 25 Jahren. Das heißt, nach 25 Jahren garantiert Trina noch typischerweise 80% Restleistung der Module. Ihr seht hier, ein Modul degradiert normal am ersten Jahr relativ stark. Um 2%, das heißt Maximaldegradation, das heißt sozusagen der Worst Case, ne? Normalerweise werden Firmen wahrscheinlich ein bisschen Sicherheit einrechnen. Dann seht ihr hier quasi die Degradationskurve. Das heißt, im schlimmsten Fall landet man nach 25 Jahren bei 83,1%. Im besten Fall landet man bei fast 85% noch Rest. Und das wieder nach 25 Jahren. Auch zum Batteriespeicher gibt es was zu beachten. Hier sehen die einzelnen Modelle des HVS-Speichers. Ihr habt hier die HVM, das sind die Niedervoltspeicher. Die sind nicht ganz so effizient wie die HVS. Wir haben den HVS 5.1, da seht ihr hier Nettokapazität 5,12 Kilowattstunden, bei Crosstal 5% weniger, sind es nur 4,85, weil Crosstal eben eine untere Ladegrenze von 5% nur annimmt, freigibt. Und ihr seht dann hier, die Garantie heißt im Endeffekt 80% Restkapazität nach 10 Jahren oder eben diesem Minimum Output Energy, das heißt 12,48 Megawattstunden, das sind ungefähr 2000, das sind gut 2400 Ladezyklen. Das heißt, was wollen wir von diesem Mann zuerst sehen? Danach garantiert quasi BYD noch 80% Restkapazität. Ne, 2400 Zyklen heißen quasi 240 Zyklen in 10 Jahren. Dann wäre es ungefähr bei pari pari. Ne? Wir haben dieses Jahr schon ein bisschen mehr geschafft. Aber es hängt immer davon ab, wie man jetzt den Speicher nutzt.
Ne, mein größeren Speicher hat natürlich höhere Kapazitäten. Ihr seht hier, der HVS, den könnt ihr erweitern auf bis zu 5 Module sind es dann, glaube ich, mit 12,8 Kilowattstunden. Wir sind jetzt bei 2, 4, 5, 6 Module sogar. 12,8 Kilowattstunden wäre der größte BYD HVS-Speicher, den ihr kaufen könnt. So, dann kommen wir uns die Amortisation mit Speicher mal an. Ihr seht hier quasi die Daten, die ich da angenommen habe. Wir haben quasi jetzt 12.300 Euro, die habt ihr vorhin gesehen, die Anlage quasi netto ist gekostet hat. Geht davon aus, dass wir jetzt noch die Speicherförderung kriegen. Das werden ungefähr 2.300 Euro, schätze ich mal, sein. Wenn ich den Förderbescheid habe, was wir jetzt am Ende wirklich kriegen, sage ich das natürlich gerne. Wenn ich das nochmal nachrechne, aber es wird wahrscheinlich so in dem Dreh liegen. Das heißt, wir kommen auf einen effektiven Anschaffungspreis von ungefähr 10.000 Euro. Ne? Unsere Einspeisevergütung vom Dezember letzten Jahres sind 6,9 Cent. Das sind die Ertragsprognosen des Installateurs, ne, für den Einverbrauch und für die Einspeisung. Ich habe tatsächlich jetzt im ersten Jahr für 2022, weil ich da jetzt Daten habe, schon mit den Realdaten gerechnet. Strompreissteigerung habe ich jetzt erstmal außen vor gelassen. Würde ich auch meistens empfehlen. Ne? Aber ich werde da nachher noch eine Spielchen machen mit Strompreissteigerungen und Vergünstigungen und allen möglichen Sachen. Regelbesteuerung die ersten 5 Jahre, Kleinanmehrung danach. Das heißt, dann brauche ich mich um Mehrwertsteuer, um Umsatzsteuer nicht mehr zu kümmern. Moduldegradation 0,55%. Speicherdegradation 2% pro Jahr. Das kommt ungefähr auf 80% nach 10 Jahren raus. Und Betriebskosten habe ich jetzt auf 1,5% pro Jahr angesetzt. Das heißt, 1,5% von den 10.000 Euro, 150 Euro, ne, pro Jahr ungefähr. Das beinhaltet quasi schon Versicherungen, wenn ihr eine braucht, extra, die ist aber nicht so teuer. Im Endeffekt Wartung gibt es an so einer Anlage nicht großartig, muss man einfach sagen. Vielleicht können wir sie mal putzen lassen. Aber also natürlich, irgendwann wird mal ein Wechselrichter ausfallen. Das heißt, das ist da quasi dann schon inkludiert in diesen Geschichten. Ja, wenn man das dann in Excel einmal durchrechnet, kommt ja so eine Tabelle raus. Würde mich nicht so im Detail interessieren. Die erste Spalte habe ich da mal markiert. Ne, da stehen quasi die Realdaten drin. Das ist quasi einmal für 22 mein durchschnittlicher Strompreis. Ne, zum 1.7. ist die Ideenumlage weggefallen. Das heißt, am Anfang des Jahres waren es nur 28,75. Jetzt am Ende des Jahres, zum 1.7. waren es nur 24,3 Cent. Das heißt, im Mittelwert ist es 26,5. Das gibt eine Mehrwertsteuer, die ich dann quasi auf den Einverbrauch abführen muss, von 4,24 Cent pro selbstverbrauchte Kilowattstunde. Und die Erzeugung steht aktuell rund ungefähr bei 7.292 Kilowattstunden laut Costal Smart Energy Meter. Und was ich auch schon kenne, ist quasi den Strompreis für das nächste Jahr. 44,63 Cent wird das kosten. Natürlich mit Strompreisbremse sondern 40 Cent. Werde ich dann auch nochmal alles ein bisschen durchspielen. Dadurch muss ich natürlich mehr Mehrwertsteuer ans Finanzamt bezahlen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Und in diesem Beispiel, was ich jetzt gleich zeige, habe ich quasi erstmal gesagt, ob dieser Strompreis bleibt irgendwie erstmal konstant. Ne? Weil was soll ich annehmen? Ich habe keine Glaskugel, ich habe kein. Und gerade nach den letzten 3 Jahren Dauerkrise quasi, habe ich wirklich keine Ahnung, wie dieser Strompreis in Zukunft entwickeln wird. Da geht er wieder ein bisschen runter, da wird auch langfristig wieder, sicher wieder hochgehen, also ist eine Frage. Die Erzeugung habe ich jetzt quasi mit der Degradation gerechnet, quasi von der Ausdehnung von der Prognose des Installateurs. Ne? Weil ich weiß nicht, war dieses Jahr ein gutes Jahr, ist das erste Jahr, also was liefert die Anlage wirklich im Schnitt? Vielleicht sind es auch 6.800 Kilowattstunden im Schnitt am Ende, dann ist das hier ein bisschen mehr. Aber wir gehen mal davon aus, dass es einfach nur sich auf die Einspeisung quasi niederschlägt. Ne, ihr seht hier, ich habe hier in allen Daten quasi erstmal denselben Direktverbrauch angenommen und einfach die Einspeisung runtergesetzt. Und natürlich auch die Speicherentladung, Ladung und sowas. Ja, wer sich die Daten genauer angucken möchte, kann sich hier dann mal pausieren und sich das alles mal in Ruhe ansehen. Ich habe jetzt mal ein Säulendiagramm rausgemacht und zwar so sieht die Amortisation aus. Wir starten natürlich hier Ende, das ist quasi Werte zum Jahresende immer mit hier. Also 2021 würden wir quasi im Jahr, also Anfang 2022 waren wir mit ungefähr minus 10.000 Euro starten, ne? Die haben wir ja investiert. Und dann haben wir, eventuell müsst ihr noch Zinskosten einrechnen, müsste ich eigentlich auch hier, weil wir haben andere auch finanziert, clevererweise muss man sagen, dass wir nicht gewartet haben. Und dann sieht man hier, wie sich halt quasi dieses Minus immer mehr ins Positive umschlägt. Und wir sind jetzt quasi, ne, seit Anfang 2022 quasi am Netz. Und Ende 2028 wären wir bei plus minus null. Das heißt, bei der aktuellen Strompreiserhöhung jetzt eben, wären wir bei gerade mal 6 Jahren Amortisation für diese Anlage. Ne? 2022, 23, 24, 25, 26, ne? 6, 7 Jahre Amortisation. Und dann sind wir schon im Positiven und am Ende kommen wir natürlich relativ hoch raus. Habe ich das einmal noch ohne Speicher durchgerechnet, habe ich quasi Speicherkosten abgerechnet. Ne? Förderung gibt es da nicht mehr. Entsprechend der Einverbrauch, ne, habe ich jetzt quasi aus meinen Daten mal, die ich wirklich jetzt von diesem Jahr habe, was ich wirklich maximal selber verbrauchen könnte, jetzt ohne Speicher, wären das 42%. Das ist vor allem dem E-Auto geschuldet, muss man sagen.
Ne? Und der Rest bleibt eigentlich gleich. Das heißt, die Betriebskosten ändern sich ein bisschen, werden ein bisschen niedriger, weil wir keinen Batteriespeicher mehr haben. Das heißt, die Anschaffungskosten werden niedriger. Und also stellt sich dann eben so dar. Das heißt, wir haben jetzt keine Speicherentladung, Ladung mehr. Wir haben dafür halt mehr Einspeisung. Das heißt, wir kriegen ein bisschen mehr Einspeisevergütung. Ne? Vorher waren es so 230, 220 Euro, jetzt sind es 316 Euro. Haben wir das erste Jahr quasi die Preise schon angepasst. Wenn wir das dann vergleichen, ne? Hier haben wir jetzt quasi wieder vom Mitspeicher in Blau, PV ohne Speicher in Grün. Wir sehen hier, wir starten natürlich hier mit weniger Investitionskosten im Minus. Das heißt, die Anlagen installieren, amortisieren sich aber quasi hier quasi so gut wie, also quasi im selben Jahr sind wir quasi im Plus, ja, mit der Anlage. Und am Ende kommen wir natürlich bei diesen Strompreisen ein bisschen niedriger raus. Das jetzt wieder, wenn der Strompreis ab nächsten Jahr bei 44 Cent konstant bleibt, weil ich habe kein Glas, ich weiß nicht, was er tut. Und hier habe ich jetzt auch mal Linie eingezeichnet, ne, wo liegen wir quasi jetzt mit Speicher. Unsere aktuellen Situation, dann werden es hier quasi, hier die obere Linie zeigt euch hier, was nach 25 Jahren, das war 25 Jahre gerechnet, ne, rauskommt und wann ungefähr die Amortisation aktuell bei aktuellen Situationen wäre. Jetzt machen wir ein paar Spielchen. Was passiert, wenn wir keine Förderung haben? Dann sehen wir hier, die mit ohne Speicher tut sich natürlich nichts, weil Speicherförderung gab es damals, gibt es darauf nicht. Aber die Anlage mit Speicher würde sich halt im Endeffekt 2 Jahre später erst, 2, 3 Jahre später erst amortisieren. Ne? Also natürlich die Gesamtamortisation bleibt hinter der mit Förderung zurück. Das heißt, die Förderung hilft hier quasi, dass die Anlage sich viel schneller amortisiert natürlich. Erst bei den Strompreisen. So, jetzt wollen wir uns mal Strompreiseffekte angucken. Ne? Als die Anlage ja 2021 im August bestellt habe, hatten wir unseren Strompreis ungefähr 28 Cent pro Kilowattstunde. Ukraine-Krise war noch lange nicht in Sicht, Energiekrise war auch noch nicht in Sicht. Das heißt, ich habe das natürlich damals auf dieser Basis durchgerechnet. Will ich jetzt einmal kurz zeigen. Das heißt, wir haben natürlich hier geringerer Strompreis dauerhaft, konstant jetzt quasi. Also immer 28 Cent. Hätten sich die Anlagen ungefähr ohne PV, ohne Speicher quasi nach 10 Jahren, nach naja, 8 bis 10 Jahren ungefähr amortisiert. Und mit Speicher halt 1 Jahr später, ne? Mit Förderung natürlich, inklusive Förderung. Ohne Förderung wäre die Amortisation irgendwo hier hinten gewesen. Ne? Da wäre Speicher schon fast über die Wupper gewesen wieder. Ja. Ohne Förderung seht ihr hier nochmal. Da ist natürlich dann hier, ihr seht hier, hier wären wir 2031 ungefähr im Plus gewesen mit Speicher, mit Förderung. Und hier kommen wir erst 2034 ins Plus. Ne? Und da sieht man hier auch, ne, ohne Förderung, beim konstanten Strompreis von 28 Cent, kommen selbst nach 25 Jahren die PV-Anlage ohne Speicher. Ist quasi immer noch wirtschaftlicher. Ja, muss man sich bedenken. Also alle, die meinen, Speicher erhöht die Wirtschaftlichkeit der PV-Anlage, sollten das immer mal so ganz genau durchrechnen. Es ist nicht unbedingt der Fall. Ja. Jetzt haben wir nächste. Ohne Krise auch. Das heißt, wir starten weiter mit 28 Cent und hätten einfach eine konstante Strompreissteigerung von 2% im Jahr. Installateure rechnen häufig mit 3% im Jahr, wenn sie euch das quasi so eine Rechnung machen. Und dann auch, da kommen wir dann in den Anlagen natürlich auch wieder ein bisschen, rutscht die Amortisation nach vorne. Ne? Aber das sind ja jetzt alles Situationen, die haben wir im Moment nicht. Ne? Das heißt, so würde der Strompreis dann aussehen. Ne, diesen Strompreis hier habe ich jetzt quasi jetzt dieses Jahr halt fix gehalten. Und ab nächsten Jahr wären sie 28 Cent quasi und dann konstant gestiegen. Das heißt, dann hätten wir hier die 40 Cent erst 2040 geknackt. So, jetzt haben wir die Situation, die haben sie jetzt schon geknackt. Ne? Wenn das klar sagen. Ne, hier die, also auch die Anladung, die Amortisation ist quasi ungefähr fast gleich, die An mit Speicher wäre 1 Jahr später. Hier immer Förderung eingerechnet. So, jetzt haben wir ja am nächsten Jahr Strompreisbremse, das heißt, wir sind hier bei einer, ab nächsten Jahr geht quasi dann, ups, diese Kurve, ne? Das heißt, wir haben am nächsten Jahr 40 Cent, oder lassen wir jetzt einfach mal konstant. Das heißt, wir haben hier auch dann ab 2028, das nimmt sich nicht viel, jetzt, ob die 47 oder 40 Cent sind bei der Amortisation. Kommt halt am Ende ein bisschen weniger raus. Ne? Und man sieht aber, die Anlage überholt quasi mit Speicher dann und Förderung die PV-Anlage ohne Speicher hier um 2030 rum. Unter diesem Szenario. Ne? Jetzt habe ich mal gerechnet, was ist, wenn sich das vielleicht ab 2024 Strompreise wieder so ein bisschen normalisieren zumindest. Das heißt, ich habe jetzt quasi eine Kurve, die sieht so aus. Ne? Hier 2021, 2022 mein normaler Strompreis, den ich habe, der ist fix. Nächstes Jahr kenne ich den Strompreis auch, 44,63 Cent.
Und dann sage ich, okay, vielleicht amortisiert sich das dann bis 25 wieder so allmählich, dass wir vielleicht zumindest in den 30ern landen, ne? Hier 35 Cent, da dann vielleicht, keine Ahnung, 32 Cent. Und dann haben wir quasi eine konstante Strompreissteigerung von irgendwie sowas wie 1%. Das war quasi 45, dann 16,40 wieder so Richtung 40 Cent gehen. Dann sieht das eben so aus. Das heißt, da ist hier die Amortisation quasi wieder um 29 rum. Ein bisschen später wie jetzt, wenn ich das normalisieren würde. Aber eben trotz Förderung rechnet die Speicheranlage besser, obwohl man halt sagen muss, hier wahrscheinlich in diesem Dreh muss irgendwann wahrscheinlich mal der Speicher erneuert werden. In diesem Zeitraum hier von 2034 bis 37 irgendwann. Hätte der Speicher seine 12, 15 Jahre auf dem Buckel, dann wäre vermutlich langsam mal ein neuer Speicher fällig. Was man natürlich bei der Anlage ohne Speicher nicht hat. Den manuellen Wechselrichter braucht man so oder so irgendwann. Ja. Vor diesem Hintergrund habe ich jetzt euch einmal gezeigt, wie sich die Strompreisentwicklung auf die Amortisation unserer PV-Anlage auswirkt. Wir haben natürlich den Vorteil, wir haben die PV noch relativ günstig gekauft, muss man sagen, ne? Alle Leute sicherlich, die letzten Jahre, sagen wir mal 2020, 2021 und vielleicht Anfang 2022 eine PV-Anlage gekriegt haben, sie zu vernünftigen Preisen gekriegt haben, die machen natürlich im Moment drei Kreuze, genauso wie wir. Weil als wir die Leute inklusive uns halt diese PV-Anlage gekauft haben, waren solche Strompreisentwicklungen wie aktuell absolut nicht denkbar. Ne? Ich habe auch gedacht, Strompreise 40 Cent, ach, 10, 15 Jahre, seht ihr ja bei normaler Strompreissteigerung, wären wir ungefähr bei 40 Cent gewesen. Nun ist es so und natürlich es steigert natürlich die Wirtschaftlichkeit der PV-Anlage enorm. Aber natürlich auch wir würden, glaube, man freut sich ein bisschen, dass die PV-Anlage schnell rechnet, dass quasi auf eine 100% richtige Entscheidung wird eine 500% richtige Entscheidung. Aber man muss einfach sagen, auch wir würden natürlich gerne geringere Stromkosten bezahlen und dafür halt in Kauf nehmen, dass die PV-Anlage ja später rechnet. Ganz klar, ne? Weil selbst, ihr habt es in meinem anderen Video gesehen, verlinke ich euch, was quasi unsere Strompreise noch auf unsere Abschläge quasi immer noch bezahlen müssen, für Auswirkungen hat. Da seht ihr, dass es halt, dass wir trotzdem mehr Kosten haben. Ne? Wir natürlich gerne weniger bezahlen und dafür ein bisschen später halt, dass die Anlage amortisiert. Ich hoffe, das Video war für euch interessant. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr mal durchgerechnet habt, welche Auswirkungen die ganzen Strompreiskrise auf eure PV-Anlage und Amortisation hat. Und lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, natürlich immer ein Abo. Wär mir sehr lieb. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.